And so it was said that if the pillars of the world shall fall, darkness will descend upon all that lives. From the Book of the Dark, man did not heed this warning. The sacred cosmic tree burned to cinder. And so the darkness came, claiming all that was bright and living in fear. When all hope was lost, after a century without light, the sun rose once more. Thea awakened from her dark slumber, and you along with her. But Thea is not the world that once was. The age of darkness weakens, but it is far from over. Life took its shy roots, yet death will not release its grip easily. While the sun keeps some of the evil in check during the fleeting days, at night, the creatures of darkness roam free and angry, unwilling to give up their dominion over the land. It is up to you to find a way to rebuild Thea, banish the darkness, and strengthen mankind. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen süßen Rollenspiel, das mir in den letzten Wochen und Monaten ziemlich viel Freude bereitet hat. Thea the Awakening. Ihr habt vielleicht davon gehört, es hat relativ viel Schlagzeilen gesorgt. Die eine Schlagzeile war, es ist brutal schwer. Okay, die andere war, dass das so ein bisschen auf, ach Gott, wie sage ich das, ohne jemanden anzugreifen, es baut so ein bisschen auf die slawische Mythologie auf. Das sehen wir nachher an den Namen der Spieler und Dämonen. Und es ist so Rollenspiel-Strategiespiel, persönlich ein Genre, das ich liebe und verehre. Und wo ich seit vielen, vielen Jahren darauf warte, dass es endlich wieder gute Spiele gibt. Das letzte gute Spiel aus diesem Genre war meiner Meinung nach Heroes of Might and Magic 3. Danach hat Ubisoft nur noch Scheiße produziert. Das ist eine harte Aussage, zu der stehe ich. Es gab vorher noch... Gott, jetzt fällt mir das nicht ein. Irgendwas mit Lords... Lands of Lords, ja, ich weiß nicht mehr so genau. Das war auch ziemlich cool. Final Fantasy Tactics natürlich, alles damit. Naja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? So coole Strategie-Rollenspiele. Und Thea ist eins davon. Und ich dachte mir, oh, bis zum DLC von Dark Souls ist noch ein bisschen Zeit. Ich hatte jetzt eine lange Aufnahmepause. Und ich fühle mich sehr gut erholt. Und ich dachte mir, warum nicht? Das wird jetzt keine episch lange Serie. Ich will es euch vorstellen, ich will es euch zeigen. Ihr solltet dem Spiel eine Chance geben. Die weitere Schlagzeile, die für das Spiel die meisten Schlagzeilen gemacht hat, sozusagen, ist der extrem gute Support vom Hersteller. Das ist ein Indie-Entwickler gewesen, der das entwickelt hat. Und der hat das Spiel monatelang, ich glaube sogar jahrelang, mit kostenlosen Updates versehen. Ja, und hat ein Add-on, ein DLC rausgebracht. Und immer wieder Content-Updates in das Spiel kostenlos reingepumpt, was einfach super geil ist. Da denkt man sich so, wow, da können sich andere Entwickler echt eine Scheibe von abschneiden. Und ihr hört's auch, die Musik hier ist einfach großartig. Ich muss sie leider im Spiel leiser machen. Das ist einfach so Let's Play-Gründen. Wir können sonst die Sprache nicht richtig hören, weil die Musik sehr laut ist. Die Musik ist aber atemberaubend gut, wenn ihr das Spiel spielt. Lasst sie auf Originallautstärke, ihr werdet von ihr hingerissen. Und ich würde mal sagen, wir gehen jetzt und suchen uns eine Gottheit aus. Ich erkläre euch das alles. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich habe ein paar Götter freigeschaltet. Sie haben alle unterschiedliche Erfahrungsstufen bei mir. Aktuell ist Veles mein Lieblingsgott, einfach weil ich seine Herangehensweise so mag.
Und was ich bis jetzt so sagen kann, ist, es gibt kein richtiges Gut oder Böse. Die haben hier das wirklich sehr gut ausbalanciert, möchte ich mal sagen. Und ich glaube, jeder startet mit einem freigeschalteten Gott, random. Und wenn ihr den auf Stufe 3 gespielt habt, kriegt ihr immer einen oder zwei sogar freigeschaltet. Aus diesem einzigen Grund würde ich jetzt ganz gerne mit Mokash starten. Ich habe den aktuellen Safe Game mit ihr beendet, damit ich einen für euch erstellen kann. Es gibt in diesem Spiel nur ein einziges Safe Game, nur eins. Ihr könnt speichern, so viel ihr wollt. Ihr könnt laden, so viel ihr wollt. Aber es gibt nur ein Safe Game. Das ist wichtig zu erwähnen. Und Mokash deshalb, weil sie kurz vor Level 3 ist, wie ihr seht. Und dann kriege ich einen neuen Gott. Und das würde ich ganz gerne mitnehmen. Wir haben hier ein bisschen Lore. Ich werde auch das, was nicht nachgesprochen wurde in dem Spiel, werde ich euch vorlesen, sofern ich die Schrift lesen kann. Ihr wisst, ich spiele auf Riesendistanz. Und meine Augen hier ganz klein machen. Die Mutter Erde, Leben, Geburt und Natur liegen in eurer Hand. Ihr wart einst die oberste Göttin und herrschtet an der Seite von Perun. Das ist der Vogel hier. Ich glaube, das ist der Gott der Stürme. Doch nun hat sich alles verändert. Die Finsternis verschlag euer geliebtes Thea und trübte jegliches Leben. Ihr habt eine Handvoll ausgewählter Anhänger im Schoß eurer Macht am Leben gehalten. Sie sind jedoch geschwächt, verwirrt und verängstigt. Ihr müsst alles Erdenkliche unternehmen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen und euer Volk am Leben zu bewahren. Gut, finde ich schon mal cool, so ein Natur-Theme, finde ich geil. Und was wir hier auswählen, ist eben die Gottheit und die Bonusse, die dazu hängen. Und wir spielen die Anhänger der Gottheit. Man könnte aber auch sagen, wir sind die Gottheit und unsere Hand steuert die Anhänger. Das trifft eher weniger zu, weil man hat im Laufe des Spiels auch Möglichkeiten, der Gottheit eine reinzudrücken. Und das würde ja kein Gott freiwillig tun. Also behaupte ich jetzt einfach mal, wir spielen ihre Gläubigen, also ihre Anhänger. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach und lassen alles so, wie es ist und legen los. Ich erkläre euch das Spiel, bisschen das Kampfsystem und mal gucken, wie weit wir kommen. Bitte schreibt mir dann auch, was ihr davon haltet, ob diese Serie fortgesetzt werden soll oder ob ihr sagt, nee, legen wir los. Fear is awakened. Welcome. No time to waste. You are a deity of the High Pantheon, and you must help your worshippers survive the darkness. So what now, you ask? You are divine, yes, but you have little power, and so you will know the world through your people's eyes. This means sometimes you will encounter your own divine messengers, and maybe even face your own avatars. Weird, I know. Your first mission is to survive. Every critter is trying to make sure you stay down. So get food and craft better equipment to protect yourselves. You will guide your people to victory, either by sheer survival and progress or by solving the Cosmic Tree's mystery. Okay, das hier ist Theodor und er dient als Tutorial-Mensch, Kreatur, Dämon, whatever. Und wir können jetzt das Tutorial überspringen und wären BAM direkt im Spiel. Empfehle ich euch nicht, auch wenn ich den Start mittlerweile auswendig kenne, mehr oder weniger. Das Tutorial mitzunehmen ist wirklich sehr sinnvoll, weil man kriegt dafür Ressourcen und Erfahrungspunkte. Also entscheide ich mich für Option 1. Was ist das? Wer spricht da zu mir? Und ihr habt ja das gemeint, durch die Augen des Volkes sehen. I am but a messenger. Theodore, you can call me. But let us focus on you. Fear is a broken land. The underworld is shut, and the undead roam the earth, and creatures of darkness that ruled for a century want you dead. So, das war auf Englisch ziemlich kurz. Die deutsche Fassung ist immer ein bisschen länger, wisst ihr ja, ne? Wer die Game of Thrones Bücher liest, aus einem macht zwei, einfach weil die Übersetzung so viel Text verbraucht. Nur so eine Side-Note. Für Leute, die beide Sprachen können, Englisch und Deutsch,
eigentlich ist das ein kleines Wunder. Das klingt jetzt vielleicht komisch in euren Ohren, aber es ist, beide Sprachen sind komplett inkompatibel. Eigentlich super schwer ins Englische, ins Deutsch zu übersetzen und andersrum. Ist richtig kompliziert. Fragt mal die ITs, die an der KI arbeiten, die solche Übersetzungsprogramme schreiben. Die werden bei Deutsch, Englisch, Englisch, Deutsch kotzen. Die kriegen alle anderen Sprachen relativ gut hin. Die beiden, oh mein Gott. Okay, in Ordnung. Ich muss also unser Dorf und mein Volk verbessern. Wie fange ich damit an? First, go and explore your village. Check the inventory to see your stocks and set people to gather food and fuel, like wood. Without food, people will starve. And without fuel, they will not craft or even heal. So these are really important. Okay, also wir brauchen Brennmaterial, ne? Und Nahrung, ganz einfach. Yes, once you've visited your village, check out the people standing outside, the exploring party. Select your party and send them to me. I will wait for your people outside the village. I have marked your people's map with a big blue question mark, so they will see where I am. Oh, and if you ever forget what your current task is, just check out your logbook. Alles klar, also zuerst nach meinem Dorf und meinen Leuten schauen und sie dann zu euch schicken. Fangen wir an. Übernehmt die Seelen und die Körper eurer Anhänger und beginnt das Abenteuer. Ein XP, cool, ne? Tadam! Das ist das Spiel. Mit WASD bewegt man die Kamera. Und weil ich ein verdammt neugieriger Bastard bin, muss ich direkt mal hier auf Rohstoffe klicken. Und wir sehen, dass wir... Boah, was für ein scheiß Startgebiet. Och man. Oh, ich hatte auf ein bisschen bessere Bedingungen gehofft. Fuck. Okay, gucken wir uns erstmal unser Dorf an. Mit Fragezeichen kommen wir in dieses Menü des Dorfes. Und dann schicken wir erstmal alles, was wir haben, sammeln. Das ist erstmal das Einfachste. Hier, du sammelst Essen. Raslava. Also ihr seht schon an den Namen, ne? Wäre das hier kyrillisch, könnte ich das flüssiger lesen. Das hier ist jetzt Adelaida. Okay, whatever. Herstellen. Wir können auch Gebäude bauen, wir können auch was herstellen. Ich überlege gerade, ob wir schon Fressalien haben und siehe da, haben wir. Und wir haben sogar Elfenholz, woher auch immer das kommt. Bevor wir also loslegen, möchte ich Vorräte verwalten und das Elfenholz für meine Leute sperren, weil das ist sehr wertvoll. Wisst ihr was? Verschieben wir das mit dem Herstellen. Geh mal essen und Holz sammeln. So. Kümmern wir uns erstmal um unsere Partei. Und Theodor hat gesagt, wir sollen ihn in seinem Haus besuchen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Wir wählen Bewegen aus und gehen da mal hin. Hier gibt's wieder was zu essen. Theodor welcomes you. Well, hello there. I see you're finding your feet and making first steps into the world. Well done. Nun, was jetzt? Ihr seht, 5 Optionen nicht verfügbar. Theoretisch, wenn man sehr potenzielle Leute hätte, könnte man hier noch verschiedene Dinge auswählen. Wir haben jetzt diese beiden zur Auswahl und das Blaue ist ein optionales. Das heißt, theoretisch hat das nicht jeder. Aber das hier hat jeder. Events, such as meeting me, will occur throughout your adventures. Sometimes they are random, sometimes predestined and always varied. Events can occur when you're out exploring, but also globally, or within your village. So remember, leaving your settlement unattended may be dangerous. Gut, Ereignisse können jederzeit eintreten, sowohl innerhalb des Dorfes als auch außerhalb in der Welt. Noch was? Many events will ask you to bring stuff or do things in order to move to the next stage. I asked you before to gather food and fuel in your village. So, you can gather resources in your village, but also by setting up a camp when you're out exploring. To set up camp, stand on an empty hex and choose the tent icon from the mini HUD. Gut, wir können sammeln, indem wir Lager in der Welt aufschlagen. Verstanden, das werden wir auch noch machen. Keine Sorge, keine Sorge. Good. Now events can lead to conversations or just random disasters.
but they can also lead to challenges. To show you what I mean, track down a pack of boars nearby, marked by a blue question mark, and bring me back their bones. In Ordnung, weist mir die Richtung zu diesen Ebern. Erfahrungspunkte und Forschungspunkte. Da sind die Ebers, und bevor wir uns mit denen anlegen, möchte ich erstmal checken. Möchte ich unsere Leute erstmal checken. Also, wir haben 6 Personen. Einen Heiler und einen Mystiker. Oder was ist das hier? Was steht da? Nee, ist ein Handwerker. Sorry. Und wie sind wir denn so equipped? Ach du Puff. Ja. Okay. Du könntest einfach mal dieses Schild in die Hand nehmen. Das ist nämlich besser als gar nichts. Das gleiche gilt auch für dich. Nee, das ist dir zu schwer. Was ist damit? Das ist dir nicht zu schwer. Dann nimmst du das hier. Und du nimmst, das ist dir zu schwer mit 4 Punkten. Verdammlich. Dann gib mal dieses Schild her, weil du hast ja wenigstens etwas und sie hat gar nichts. Also nimmst du jetzt das Schild. So, verdammt. Scheiße. Speichern. Ganz wichtig. Und dann legen wir uns hier mal mit den Ebers an. Und oh, wir haben nicht genügend Punkte. Das heißt, wir müssen hier mal auf der Map Zeit verstreichen lassen. A small group of travelers passes by your village. You exchange basic supplies and talk. Because of your kindness, they tell you of a herbalist living in a solitary hut out in the wilderness. They say she can cure any poison and even heal wounds, for a price, of course. They give you a map to the herbalist's hut and depart on their journey. Das ist ein Ereignis, das passiert bei jedem immer. Großartig, wir sollten darauf zurückgreifen, sollten wir mal verwundet oder vergiftet werden, werden wir ganz definitiv, weil ich habe ja nicht vor, dieses Let's Play so zu spielen, wie ich es normalerweise spielen würde, jeden kleinsten Scheiß erforschen, sondern wir preschen mit der Hauptstory voran und da werden wir ziemlich böse vergiftet. Der Kräuterkundige ist da unten, okay. Dann legen wir uns jetzt mal mit den Boas an. Speichern, wir können sie besiegen, wir können sie töten oder wir können sie jagen. You find the boars Theodore told you about. There is only a couple, so it should not be too hard. However, instead of a straight fight, you can try to do a proper hunt. If you have the right skills, that is. Or better yet, you can go all native on these beasties and wrestle them to the ground. Not an easy option, that one. Okay, das ist etwas, das müsst ihr euch verinnerlichen. Ihr findet die Eber von diesen Tieren, blablabla, erzählt hatte. Nur ein paar, weshalb nicht jetzt so schwer sein dürfte. Statt einen direkten Angriff könnt ihr sie mit anständiger Jagd versuchen, wenn ihr über die richtigen Fähigkeiten verfügt. Oder noch besser, ihr könnt zur Natur zurückkehren und diese wilden Tiere niederringen. Das ist aber keine einfache Option. Je nachdem, wofür ihr euch entscheidet, kriegt ihr mehr oder weniger Belohnung. Die Jagd ist in diesem Fall mit einem Totenkopf markiert und symbolisiert uns, das ist die leichtere Option. Und dann gibt es das physikalische Niederringen und das richtige Kämpfen. Das ist ein Unterschied, weil beim Kämpfen werden Waffen eingesetzt, beim Niederringen wird die physikalische Kraft von euch und der Gegner eingesetzt, nicht mehr mit Waffen. Das Kampfsystem verschieben wir. Solltet ihr am Anfang erstmal auch machen. Wir versuchen es automatisch. Wenn es nicht klappt, laden wir. Ne, ihr habt eine Herausforderung bekommen mit physisch automatisch lösen. Vielen Dank. You wrestled with boars and won. You still had to use pointy things to finish them off, but this was quite a feat. Your loot may not be as plentiful as a straight fight, but you did not risk getting wounds, so your people will not have the danger of dying now. Sehr gute Information. Verinnerlich das, dass es wirklich wichtig. Wir haben gerade physikalisches Niederringen ausgewählt und der Erzähler sagte uns ganz klar, du hättest mehr bekommen, hättest du sie richtig bekämpft. Und das gilt eigentlich für alles. Aber das Risiko beim Kämpfen ist, man kann dabei verwundet werden. Und Wunden sind in diesem Spiel eine echt tödliche Angelegenheit. Das ist gefährlich. Wunden muss man ernst nehmen. Und ich bin einer, der geht auf Safety first. Auch wenn ich jetzt gerne ein Stück Leder mehr und 3 Knochen mehr gehabt hätte, pfeife ich drauf. Meine Charaktere sind unverletzt und können sofort ins nächste Abenteuer gehen. Ein Erfahrungspunkt für uns.